Hallo Fahrradfreunde, heute möchten wir euch ein Trekking-E-Bike vorstellen von Kalkhoff, und zwar das Kalkhoff Endeavor 1B Move LB. Das Kalkhoff Endeavor 1B Move ist ein Trekking-E-Bike mit Bosch Performance Motor mit 65 Newtonmeter eben für sportliche Trekkingtouren ausgelegt, das auch mit einem Bosch Powerpack 500 Wattstunden Akku ausreichende Batterieleistung bringt, die auch für längere Touren geeignet ist. Ergänzt wird das E-Bike-System von einem Bosch Intuvia Display. Das heißt, man hat ein schön großes Display mittig platziert und mit einer Lenkerfernbedienung ist das halt alles auch schön durchzuschalten, die einzelnen Modi, ohne dass man die Hand vom Lenker nehmen muss. Eine ganz schöne Sache. Ansonsten haben wir es natürlich zu tun mit einem Trapez-Alu-Rahmen in dem Fall. Das Rad gibt es auch noch als Wave- oder Herren-Variante, das heißt Tiefeinsteiger oder klassischer Diamantrahmen für die Herren. Das Ganze kommt mit einem stabilen, gut verarbeiteten und den Motor gut integrierenden Aluminiumrahmen. In Kombination mit einer Santo NX-Federgabel hat man dann auch den entsprechenden Komfort, den man braucht am Rad. Unterstützt eben durch die Schwalbe Energizer-Bereifung, die in dem Fall in der 47er Breite daherkommt. Das heißt, schön breite Auflagefläche und eben auch ein bisschen mehr Komfort dadurch am Rad. Zu den restlichen Komponenten. Wir haben es mit einer Shimano Altus 8-Gang zu tun. Das ist jetzt keine High-End-Schaltung, aber die tut ihr unauffällig ihren Dienst, schaltet relativ präzise und ist eher, ich sag mal, auf der robusten, alltagstauglichen Schiene von Shimano einzuordnen. Dazu kommt ein heller Hermanns-Scheinwerfer vorne und eine AXA-Rücklicht hinten. Das Ganze dann mit einem stabilen Gepäckträger bis 25 Kilo belastbar und ein paar ergonomischen Details wie einem etwas ergonomischer geformten Lenker, ergonomischen Lenkergriffen auch von Hermanns und einem bequemen Sattel. Also die Ergonomie wurde von Kalkhoff in der Hinsicht auch mit beachtet. Ganz wichtig, meiner Meinung nach, auch immer bei E-Bikes, dadurch, dass die ja mit der Motor- und Akku-Technologie mit ein bisschen mehr Gewicht daherkommen, ist es natürlich auch immer sinnvoll, da eine vernünftige Bremsanlage dran zu haben. Hier hat man jetzt eine Shimano MT200 verbaut. Das ist eigentlich quasi eine Standardbremsanlage, hydraulische Scheibenbremsanlage von Shimano, die auch sehr zuverlässig und sehr gut verzögert, auch bei Nässe oder eben, wie gesagt, wenn das Rad eben ein bisschen schwerer ist. Besonders schön an dem Rad finde ich auch den Preis. Mit 2.333 Euro ist das ein schönes, komplettes Gesamtpaket, was Kalkhoff da für uns exklusiv auf die Beine gestellt hat. Das Kalkhoff Endeavor 1B Move LB ist ein Exklusivmodell von Kalkhoff für Lucky Bike und dementsprechend auch preis-leistungsmäßig ganz weit vorne. Kommt einfach vorbei, probiert es mal aus, überzeugt euch selbst. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Ciao.